Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT von der Rachpal IT Solutions. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich möchte in diesem Video heute zeigen, wie man einen Small Business Server Essentials 2011 an ein Office 365 Account anbindet und dort dann auch seine Benutzer administrieren kann. Wie wir hier sehen, haben wir einen Small Business Server 2011 Essentials mit Service Pack 1. Und wenn man in diesem besagten Server sich das Dashboard mal anguckt, dann sieht man, das ist recht klein gehalten. Wir sehen hier kurz den Start, die Benutzer, Computer und Sicherung, Server, Ordner und Festplatten und die Add-ins. Von Office 365 ist hier noch wenig zu sehen. So, Schritt 1 wäre die Installation der benötigten Updates. Dazu gucken wir unter Windows Update. Und hier ist auch dieses eine besagte Update zu finden. Und zwar ist das das Update Rollup für den Small Business Server 2011 Essentials. Das installiere ich jetzt mal. So, natürlich braucht das Ding einen Neustart. Das heißt, das machen wir auch mal eben. Und wenn das System gleich soweit ist, dann gibt es von Microsoft die Small Business Server 2011 Office 365 Integration Modules. Die sind aktuell noch in der Beta-Phase verfügbar, aber damit kann man eigentlich schon ganz gut arbeiten. Ich habe das besagte Update schon heruntergeladen und auf die lokale Festplatte gelegt. Den Link dazu gibt es in der Beschreibung, und zwar wäre das dieses Update. Falls sich dieses Update nicht installieren lässt, liegt das daran, dass das vorherige Update noch nicht drauf ist. Also einfach mal Windows Updates anschmeißen und schauen, ob es dieses Update Rollup Pack für den Small Business Server 2011 gibt. So, wenn man sich jetzt das Dashboard anguckt, dann wird man sehen, dass dort noch nichts weiter passiert ist. Allerdings gibt es hier einen Punkt, erste Schritte mit Microsoft Office 365. Wenn ich diesen Button bestätige, kommt ein Wizard, der mich fragt, ob ich bereits ein Konto habe oder ob ich ein neues Konto erstellen möchte. In diesem Fall erstelle ich ein neues. Jetzt fragt er mich, ob für Professionals and Small Businesses oder for Enterprise. Jetzt öffnet er die besagte Seite bei Microsoft, wo ich mir einen Test-Account anlegen kann. Das Ganze mache ich mit der imaginären Firma Himmlische Firma. Die besagten Daten sind schon frei und ich würde jetzt einfach den Admin hinzufügen. Und das Ganze wird angelegt. So, das Konto ist angelegt. Und wie man sieht, werden die einzelnen Dienste jetzt eingerichtet. Der besagte Wizard kann hier weitergemacht werden mit Next. Und jetzt muss ich meine Daten angeben, die ich gerade erstellt habe. Und an diesem Punkt sagt er mir, dass er die Passwort-Policy der lokalen Benutzer ändert, weil die Benutzer sowohl in der lokalen Domäne als auch in dem Office 365-Account das gleiche Kennwort haben. Das bejahe ich und führe den Wizard fort. So,
Die Einrichtung ist komplett. Jetzt muss der Wizard noch schließen und das Dashboard muss neu gestartet werden. Und danach sehen wir oben in den Reitern einen weiteren Punkt, Office 365. Genau. Dort sind auch alle Informationen aufgelistet. Dort sehe ich meine Domains und die Organisationsübersicht, wie viele Lizenzen ich habe, wie viel ich schon benutze und so weiter, welchen Account ich benutze. Wie man hier in der Benutzerliste sieht, gibt es bisher nur die vorgefertigten Benutzer. Hier würde ich dann gleich einen neuen Benutzer bzw. zwei neue Benutzer anlegen, mit denen wir das Ganze dann auch clientseitig testen, wie die Einrichtung funktioniert. Dafür muss allerdings erst das Update dieser ganzen Informationen geschehen. So, die ganze Geschichte hat sich geupdatet. Das heißt, wir sehen, wir haben einen P1-Plan. Dieser ist gültig bis zum 31. Dezember 2011. Und aktuell sind eine von 10 Lizenzen in Benutzung. Wir sehen hier die Domain, die ich angegeben habe und halt die Informationen zu der Organisation. Wenn ich jetzt unter Benutzer gehe, kann ich mir hier einen neuen Benutzer anlegen. Und zwar sage ich hier Benutzerkonto hinzufügen. Dann fragt er mich ein paar Informationen ab. Ich würde mal einfach für mich ein Konto anlegen. Und ich bin ein Standardbenutzer, kein Administrator. Auf den Firmenordner habe ich schreibgeschützten Zugriff. Und jetzt fragt er mich an dieser Stelle, ob ich einen Office 365 Account zuweisen möchte. Das möchte ich und hier kann ich wählen, wie ich heiße. Und ich würde das anhand unserer Richtlinie anpassen und es wäre j.kappen@himmlischerfirma.onmicrosoft.com. Hier kann ich noch diverse Zugriffsmöglichkeiten einstellen. Und jetzt kontaktet der Server den Office 365 Account und legt dementsprechend meinen Benutzer auf dem Server an. Das Ganze mache ich noch mit einem weiteren Konto, damit ich die Mail-Geschichte auch testen kann. Dafür würde ich die Nils mal anlegen. Ebenfalls ein Benutzer, ebenfalls schreibgeschützt, ebenfalls n.kappen. So, unter Office 365 sehe ich jetzt direkt, dass ich drei Lizenzen in Benutzung habe, anstatt der einen von gerade. So, wir melden uns jetzt an dem Client an. Die erste Anmeldung wird vermutlich einen kleinen Moment dauern, dadurch, dass das Konto gerade erst erstellt wurde. So, ich habe bereits ein Office auf dem System installiert. Das können wir aber noch nicht direkt aufrufen, weil die Einstellungen noch nicht angepasst wurden. Dazu gehen wir auf portal.microsoftonline.com. Und melden uns dann mit den Daten an. So, hier gehen wir auf Downloads und wählen hier unten Office Desktop Anwendung einrichten und konfigurieren aus. So, hier melde ich mich jetzt direkt mit den Daten an, die ich vorhin in dem Wizard angelegt habe. Das wäre in meinem Fall j.kappen@himmlischefirma.onmicrosoft.com. Jetzt an dieser Stelle werde ich nach den Benutzerdaten eines administrativen Kontos gefragt, weil Updates und solche Sachen installiert werden.
Dieses Problem, was wir gerade gesehen haben, kann man umgehen, indem man direkt den ganzen Browser als Administrator startet. Und zwar sage ich hier als anderer Benutzer ausführen und führe das dann in einem administrativen Kontext aus. Das geht ein bisschen einfacher. Ich gehe wieder auf die besagte Seite. So, wir wiederholen das ganze Spiel. Downloads und Einrichtung der Komponenten. So, erneut kommen die Updates. Wenn wir jetzt das Outlook aufrufen, kommt direkt ein Wizard, der uns nach dem Konto fragt. Hier, ich möchte ein neues Mail-Konto einrichten. So, mein E-Mail-Konto wurde erfolgreich konfiguriert und nach einem Klick auf Fertigstellen öffnet sich auch das Outlook und sollte mir meinen Posteingang anzeigen. Das Profil ist nun komplett eingerichtet und wie ich sehe, habe ich eine Verbindung mit Microsoft bzw. mit dem Microsoft Exchange Server. Wenn ich jetzt auf neue E-Mail gehe und mir anschaue, wer so alles in meiner Gruppe drin ist, dann sehe ich, dass hier unter anderem der Nils Kappen ist. Dem würde ich jetzt einfach mal eine Test-E-Mail schreiben. Test. Hallo Nils. So, die Mail wird gesendet. Ich melde mich jetzt mal ab von diesem Konto, was ich gerade habe, und würde mich dann mal als Nils Kappen anmelden, um zu sehen, dass die Änderungen auch greifen. Und natürlich, um zu sehen, ob die Mail angekommen ist, die ich gerade gesendet habe. So, wieder gehe ich in die Kontoeinrichtungsassistenten. So, dieses Konto wurde ebenfalls erfolgreich eingerichtet und sobald mein Posteingang da ist und sich das Outlook mit dem Exchange synchronisiert hat, müsste ich auch die Mail bekommen, die ich gerade mir selber gesendet habe. Ja, da ist sie auch schon. Ja, ich hoffe, das war's und es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Sie sahen einen Videocast der Rachval IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.